Servus Leute, Franco hier. Ich wollte mal eine kleine Kombination beim Imperium in den Raum werfen und eine Diskussion darüber anfangen. Und zwar die Kombination aus billigen Rittern des Imperiums und den Granatwerfern, die eine der besseren Einheiten momentan, Fernkampfeinheiten des Imperiums sind, finde ich. Und ich wollte einfach mal gucken, wie das so funktioniert. Hab das auch schon ein bisschen auf der Ladder getestet und zeig das jetzt mal hier so ein bisschen gegen eine Einheit wie die Henker von Haganeth, die ja eine relativ hohe Rüstung haben und eigentlich auch eine ganz gute Nahkampfabwehr. Aber ich habe nämlich herausgefunden, dass man mit diesen Rittern des Imperiums und den Granatwerfern in Kombination eine ziemlich schlagkräftige Kavallerietruppe hat, mit der man sowohl in Nahkampf gehen kann, als auch Fernkampf, also skirmischen kann oder plänkeln kann. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal gegen diese Henker hier an. Wie das Ganze so läuft. Und ja, wie gesagt, diese Ritter des Imperiums sind zwar keine gute Kavallerie, aber die sind halt günstig. Und die haben eine hohe Rüstung, die haben eine Rüstung von 110. Das heißt, die sind gegen Pfeilfeuer relativ gut gefeit. Also gegen Fernkampfangriffe, zum Beispiel von normalen Bogenschützen, können die sich ganz gut halten. Und man muss allerdings sehr viel Micro reinstecken aufgrund der ziemlich schlechten Stats der Kavallerie. Ich würde sagen, guckt mal so ein bisschen auf die HP von den Henkern hier. Und schaut mal, wie die sich gegen diese Angriffe halten. Ich glaube, das könnte ganz, ganz gut Potenzial haben, diese Kombination aus Reitern. Und wie gesagt, ich habe es auch schon mal getestet online. Das funktioniert ganz gut, aber das Ganze hat auch ein paar Schwächen. Und zwar zum Beispiel feindliche Bogenschützen. Also da muss man ein bisschen aufpassen auf feindliche Bogenschützen. Weil die sowohl die anstürmende Kavallerie beschädigen können, als auch die leicht gepanzerten Granatwerfer hier drüben. Da muss man ein bisschen aufpassen, aber da gibt es natürlich auch Mittel und Wege, wie man damit umgehen kann. Und wir sehen jetzt hier schon, unsere Reiter nehmen zwar schon Schaden von den Henkern auf jeden Fall, aber guck mal, wie die Henker hier was die Henker hier an HP-Schaden nehmen, ist schon auch sehr beeindruckend. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal um das eine Regiment hier drüben mit einem konzentrierten Schlag. Und meiner Meinung nach ist das eine der effizienteren Skirmish-Varianten, die das Imperium momentan so zur Verfügung hat. Und ihr seht schon, wir können hier den Gegner so ein bisschen ausmanövrieren. Und ich meine, gut, ich habe bis jetzt halt auch erst, glaube ich, drei Spiele oder so mit der Kombination mal probiert. Und man muss schon auf jeden Fall viel Micro reinstecken. Also es ist jetzt nicht so, dass man dadurch irgendwie ein Allheilmittel hat für die Probleme, die das Imperium momentan hat. Und man nimmt auch auf jeden Fall Schaden. Aber wie gesagt, diese Ritter des Imperiums sind ja sehr günstig. Und damit ist es auch nicht so schlimm, wenn man da so ein bisschen was verliert an Truppen mit den Rittern des Imperiums. Und wie gesagt, es ist im Late Game immer besser, eine beschädigte Kavallerie-Einheit zu haben, als eine reine Nahkampf-Infanterie-Einheit. Ich würde sagen, wir schicken mal diese beschädigten Truppen hier hinter den Henkern hier hinterher. Kümmern uns hier nochmal um die andere Flanke. Gehen mal eine Einheit Granatwerfer mit hierher, damit wir uns um die hier kümmern können. Weil die hier müssten jetzt eigentlich bei dem Angriff dann auch in die Flucht getrieben werden, wenn nicht ihr General in der Nähe wäre. Na gut, aber es geht jetzt hier bei dem Test auch mehr darum, mal dieses Schadensout, also den Schaden zu testen, den diese Kombination rausballern kann. Und ich meine, dafür, dass diese Henker eine Rüstung von 100 haben und unsere Truppen eigentlich jetzt nicht wirklich so für rüstungsdurchdringenden Schaden gedacht ist, finde ich das schon gar nicht so schlecht. Und das Gute an diesen Granatwerfern ist eben auch, dass die diesen gebogenen Feuerbogen haben und nicht wie die Schützenreiter
diesen Sichtlinien-Bug haben. Und da haben wir, also damit war es das jetzt eigentlich für die Armee, also für diese drei Einheiten Enker. Ich weiß, viele von euch werden jetzt sagen, ja klar, schön, alles gut. Das ist ja auch klar, wenn meine Armee wesentlich teurer ist als die meines Gegners. Aber trotzdem, es kann funktionieren. Man kann den Gegner vor allem dadurch auch ganz schön überraschen, weil weniger mit so einem frühzeitigen, heftigen Schlag, also so einem Präventivschlag in der Schlacht rechnen. Und viele denken sich auch so, was das soll, wenn jetzt halt irgendwie so eine Truppe aus seltsamen Reitern auf sie zukommt. Und ich denke mal, ich hätte jetzt noch eine Menge zu sagen zu den Granatwerfern, aber ich glaube, das werde ich mir nochmal für ein anderes Video aufheben, weil das passt jetzt hier auch nicht rein. Aber die Granatwerfer haben, finde ich, sind sehr, sehr, also ich finde die Granatwerfer fast auch besser als die Schützenreiter mit ihren Musketen. Einfach weil die flexibler sind, aber hat alles Vor- und Nachteile, aber vor allem die sind flexibler und machen mehr Schaden. Und das mag ich eben an den Granatwerfern sehr. Und wir sehen jetzt hier, ich wollte einfach mal das Ganze nochmal praktisch in der Schlacht zeigen. Ich habe einfach mal hier so eine Armee gebaut, die eben um diese Kombination hier herum funktionieren soll. Und zwar einmal einen billigen Infanteriekern, der nur aus Speerträgern besteht. 5 Stück. Dann noch 2 Demigreifen an den Flanken. Und 2 Mörser. Denn die Mörser sind hier relativ wichtig, weil wir ja keine Möglichkeit haben, uns um die Fernkämpfer des Gegners zu kümmern. Zumindest in der frühen Phase der Schlacht nicht. Und deswegen habe ich 2 Mörser dabei, einfach um das Fokusfeuer auf diese Armbrüste hier zu lenken zu können, damit die schon mal so ein bisschen beschäftigt sind und nicht die ganze Konzentration hier darauf verwenden können, meine Kavallerieanstimme hier mit Pfeilhageln zu beschenken. Die Demigreifen sind einfach da, um Gegner abzufangen, die ja unvermeidlich hier irgendwann auch bei den Mörsern ankommen werden, weil mein Gegner natürlich vorkommen wird. Und nachdem ich jetzt halt in dem Bild hier, außer den Demigreifen, die ja momentan nicht so besonders toll sind, ich hoffe mal, dass die irgendwann nochmal wieder auf ihren alten Status zurückgebracht werden und wenige Modelle bekommen. Aber ich habe natürlich jetzt halt hier nichts dabei, um irgendwelche großen Monster oder generelle Drachen etc., generelle auf Drachen etc. oder andere Heldeneinheiten zu töten, deswegen ist Balthasar Geld noch dabei. Mit der Standardausrüstung, der finalen Transmutation, sowie seinen Magie-Buff, sowie seinem Stab des Volans und der Arkanen-Kanalisierung, einfach nur damit man pervers viel Magie hat, und dafür ist Balthasar Geld echt gut. Mit dieser Kombination könnt ihr euch so derbe viel Magie holen. Und ich würde sagen, wir gucken nochmal kurz die Armee meines Gegners an. Er hat einmal hier schwarze Reiter, einmal Henker von Haganeth, zwei Speere, glaube ich, oder nur ein Speer hat er dabei. Dann hier nochmal die schwarze Garde und 2 Dunkeldornen. Dunkeldornen sind so abnormal stark. Ich finde auch, dass die Dunkelelfen die stärkste Fraktion momentan sind. Unter anderem wegen den Jungs hier. Malekith und einen Speerschleuder. Und wir sehen jetzt schon hier, er öffnet das Feuer auf meine Kavallerie. Natürlich nicht schön für mich, deswegen fange ich hier natürlich sofort an, wild durch die Gegend zu rennen und seine Kavallerie-Pfeile zu dodgen. Aber wir nehmen schon gut Schaden von diesen Angriffen. Wir haben schon 6 Einheiten von diesen Granatwerfern hier verloren. So, die Hydra habe ich noch ganz vergessen, aber das habt ihr ja wahrscheinlich selber gesehen. Und an dem Punkt entscheide ich mich jetzt halt hier, einfach den Angriff zu beginnen, weil ich weiß eigentlich, dass ich mehr Schaden an meinem Gegner machen kann, als er an mir mit seiner einzelnen Balliste da drüben. Und er kommt jetzt hier mit seinen schwarzen Reitern raus, aber die Ritter des Imperiums, obwohl sie schwach sind, den schwarzen Reitern sind sie natürlich trotzdem haushoch überlegen. Das heißt, die werden sie ziemlich platt machen. Und wir gucken uns hier nochmal an, was hier passiert. Wichtig ist, dass ihr mit den Rittern des Imperiums wirklich sofort wieder rauszieht, nachdem ihr
in den Kampf reingegangen seid, also wirklich gar nicht lang fackeln, sondern sofort rausziehen. So sollte man ja Kavallerie, Schockkavallerie allgemein einsetzen, aber in dem Fall ist es natürlich noch mal wichtiger eigentlich fast. Hier kommt noch Balthasar Geld mit rein und haut hier die erste finale Transmutation raus auf Malekith natürlich. Für die Dunkelelfen ist es natürlich sehr schmerzhaft, weil die keine Möglichkeit haben, ihre Generäle zu heilen. Das heißt, solche Sachen wie die finale Transmutation oder auch Fate of Buna oder Spirit Leech etc. sind natürlich für die Dunkelelfen sehr schmerzhaft. Und wir halten einfach die Granatwerfer hier relativ gut aus der Reichweite der Dunkeldornen raus. Hier haben wir es nochmal geschafft, auf der Flanke mit einer Einheit Ritter des Imperiums nochmal durchzubrechen und hier auf die Bogenschützen zu gehen, was sehr gut für uns war. Das heißt, wir können dann demnächst das Feuer auf die Schwarze Garde hier lenken. Und wir sehen hier, die haben zwar relativ wenig HP, haben aber trotzdem noch 36 Modelle. Also das ist, lasst euch da auch nicht täuschen von diesen niedrigen HP-Balken. Und wir sehen schon hier, er rennt auch immer rein und hat deswegen nicht diesen Bonus, dass seine Einheiten sich auf den Ansturm vorbereiten. Und dadurch nimmt er natürlich noch mehr Schaden durch die Anstürme dieser Kavallerie. Jetzt kriegen die hier noch den Terror von Malekith rein und werden natürlich jetzt in die Flucht geschickt. Wir bringen hier hinten, seht ihr schon, kommen die Demigreifen schon in Position. Und aber wir haben hier alles noch halbwegs unter Kontrolle. Also es ist nicht so, dass wir hier irgendwie in die Flucht gezwungen werden, sondern es ist ja einfach nur ein Rückzugsgefecht. Und wir sehen schon, was die elfische Armee schon für Schaden nimmt hier. Das kann wirklich gefährlich werden. Und wenn wir jetzt noch andere Infanterie hätten, nicht nur diese Speerträger, dann wär's auf jeden Fall mittlerweile jetzt an dem Punkt schon kein Problem mehr für zum Beispiel Schwertkämpfer, solche ledierten Truppen hier im Nahkampf auch zu besiegen. Also man kann da schon damit rumspielen mal mit solchen Geschichten. Malekith kommt jetzt hier mit der Hydra hier rein. Deswegen ziehe ich hier meine Demigreifen schon mal ein bisschen her. Hier habe ich allerdings einen ziemlich großen Fehler gemacht und lasse mich hier so ein bisschen umzingeln von der Schwarzen Garde. Also ich habe hier die Hydra angegriffen, aber die Schwarze Garde ist gekommen und hat mich umzingelt. Aber wir haben natürlich noch eine andere Einheit Demigreifen, die jetzt auch gleich nochmal auf den Plan kommt. Und ihr seht schon, seine Infanterie ist schon so gut wie ausgeschaltet. Wir haben es hier hinten auch noch geschafft, mit den Ritter des Imperiums seine Fernkampfeinheiten auszuschalten. Bringen jetzt hier unsere Speere in Position, um den Ansturm von Malekith und der Hydra so ein bisschen abzufangen. Hier unten will er unbedingt unsere Demigreifen hier kriegen. Wird allerdings schwierig, wenn die Unterstützung der Speere noch von der Partie sein wird. Seine Infanterie ist jetzt mittlerweile eigentlich schon so gut wie aus dem Spiel genommen, bis auf die Schwarze Garde. Die jetzt hier von dem konzentrierten Feuer der Granatwerfer und der Mörser unter Beschuss genommen wird. Hier hat er jetzt natürlich den Fehler gemacht, dass er Malekith und die Hydra beide relativ nah beieinander gelassen hat, was dazu führt, dass wir beide mit finalen Transmutationen treffen können. Aber es ist ein bisschen komisch. Wir sehen hier zwar, die Hydra hat zwar diesen Effekt der finalen Transmutation, aber ich glaube, dass der Zauber sie momentan nicht betrifft, aber Malekith nimmt natürlich üblen Schaden. Und hier umzingeln wir jetzt die restlichen Infanterieeinheiten mit unseren Rittern des Imperiums, die immer noch 31 Modelle im Regiment haben. Das heißt, die haben noch relativ hohes Schadens-Output-Potenzial. Auch die hier haben noch 13, obwohl sie schon fast im Arsch sind. Also es ist schon nicht schlecht, solche Kavallerieeinheiten massiert dann noch am Ende zu haben, weil ihr mit diesen Anstürmen einfach gratis Schaden reinkriegt, ohne dass die gegnerische Infanterie zurückschlagen kann. Und hier ist jetzt natürlich der Optimalfall eingetreten. Wir haben die Speere und die Demigreifen beide um die Hydra und den General auf dem Drachen. Und da nehmen sie einfach so viel Burst Damage, dass sie dann auch fliehen müssen. Und ja, wie gesagt, probiert diese Kombination mal aus. Ist echt eine interessante Geschichte. Wenn wir jetzt auch hier mal die Kills nochmal anschauen. Die 114 waren wahrscheinlich die, die um die Flanke rumgekommen sind und in die Fernkämpfer reingekommen sind, aber trotzdem auch hier 44 und 22 in Kombination mit diesen fast 60, 40, 50 hier
macht so insgesamt so um die 100 Kills pro Block, kann man sagen. Und das ist gegen Hochelfen schon, gegen Dunkelelfen schon recht gut. Auf jeden Fall. Ist jetzt vielleicht auch noch nicht die optimale Kombination, weil vielleicht diese Spätträger noch nicht ganz so. Aber vielleicht, ich weiß noch nicht genau. Also muss man noch ein bisschen experimentieren. Aber, darum ging es jetzt hier in dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus. Ihr könnt auch mal in den Kommentaren schreiben, was ihr so davon haltet. Ich habe jetzt in den letzten Tagen nicht so viele Videos gemacht, weil ich einfach auch ja nicht so viel zu sagen hatte. Und ich wollte jetzt auch, ich will auch nicht irgendwie Videos raushauen, wenn nichts Besonderes ansteht oder nichts Besonderes passiert ist oder ich keine schöne Schlacht habe, die ich euch zeigen kann. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde wahrscheinlich jetzt, je nachdem, wenn ich interessante Schlachten habe, über die ich ein Video machen kann, dann werde ich die natürlich raushauen. Aber wenn ich jetzt nur so, ja, so Standard-Regalware habe, dann werde ich das vielleicht nicht mal unbedingt uploaden oder hochladen. Könnt ihr mir auch mal davon in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wie es euch lieber ist, ob ihr wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag regelmäßig Videos haben wollt oder nur dann, wenn es irgendwas Interessantes gibt oder was Cooles. Würde mich freuen, wenn ihr mir da Feedback geben würdet und ja, Mann, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Probiert es mal aus. Das Imperium ist nach wie vor sehr flexibel, hat sehr vielseitig, aber ist momentan relativ schwach und da muss man halt dann zu solchen Dingen manchmal zurückgreifen. Ich habe auch viel andere Fraktionen jetzt gespielt in den letzten Tagen. Da werden auch noch Videos kommen. Und danke fürs Zuschauen. Ich habe genug gelabert. Wir sehen uns dann. Haut rein und ciao.